Gut. Das war wieder wahrscheinlich so ein Punkt der Geschichte. Drachenfang sollte nicht weit hinter diesen Quellen liegen. Dann wollen wir doch mal. Wie heißt's? Das wird wahrscheinlich wieder so ein Ding sein, wo ich sage, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Game, ich will was wechseln oder so. Und dann passiert wieder irgendwie so ein Dungeon, wo ich Bock drauf habe. Und dann doch weitermache. Naja, wenn das Spiel gut ist, warum nicht? Ansonsten, wenn euch interessiert, wie es bei Story of Seasons läuft. Und da bin ich auch ein bisschen weitergekommen. Ja, es sieht aus, könnte man da einen Drachen fangen. Durchaus. Da sind wir. Drachenfang. Ja, keine Ahnung, was mit Twitch gerade läuft. Das Büchse für der Pandora Kupka haben sie damals mit Amorant geöffnet. Drin. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, dass es und zwischen, woher ist, werden auch zwischen den ganzen Hot Tops Streamern und du wirst deinen Scharfsinn brauchen, Ladies, und zwar nicht zu knapp. Die nichts machen, sei also ihre Brüste natürlich okay. Ins, in die Kamera zu halten, ab und zu mal noch ein paar Gamer drin sind. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Bevor du gehst, Clive, ich habe etwas zu beichten. Dass Kick eine Konkurrenzplattform von Twitch ist. Nach der Katastrophe am Phönixtor und der Krise, die folgte, bin ich geflohen. Ich habe mich in mein Kontor zurückgezogen und die Gunst der neuen Kaiserin gesucht, in der Hoffnung, verschont zu bleiben. Ich habe unser Reich verraten, aus reinem Eigennutz, wie ein Feigling. Ich sag's mal so, ich wünsche Kick, dass es erfolgreich wird. Es tut mir leid. Mein Mann, ja, klar. Onkel, bitte. Bullshit. Es ist noch Zeit, Clive. Rosaria würde hinter dir stehen. Da sind genug, die helfen würden, es zurückzuerobern. Doch oft so. Wie oft wollen sie sich zurückziehen von dem ganzen Kram und da passiert gar hätte nichts? Hätte ich den Mut meines Bruders, hätte ich es versucht. Doch dafür ist es zu spät. Also anders du als hingegen, Kick... Ja, anders als, vergib mir, aber ich kann nicht. Wie ist die andere Plattform? Ich kämpfe für ein anderes Dasein. Also meine Meinung dazu ist... Für Freiheit. Anders als in Mixer. In man in eigener Verantwortung das lebt richtig? Und stirbt. Ich finde aber, die Leute, die wechseln, sollten dann auch eine gewisse Zeit lang eine Sperre von Twitch haben, Land auf, weil sie natürlich für Kohle dann wechseln. Besser ging als anderswo. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass Kick eine ernstzunehmende Konkurrenz für Twitch ist, weil aktuell hat Twitch halt nur mal das, die Monopolstellung. Erst viel später erkannte ich. Und dadurch, dass sie jetzt von Amazon übernommen wurden, werden sie halt viel kaputt gemacht. Der für die Träger gekämpft hat. Du willst, dass ich sein Erbe antrete. Und genau das beabsichtige ich auch. Nicht als Großherzog, sondern indem ich seine Ideale überall verbreite. Jeder Mensch auf der Welt mag mich deshalb als Ketzer verurteilen. Doch ich bin von meinem Weg überzeugt. Also Twitch würde mal ein ernstzunehmender Konkurrent gut tun. Ihr ähnelt euch wirklich sehr, weißt du? Danke, Clive, dass du wieder hier bist. Ich bin stolz auf dich, mein Neffe. Nun denn, hier trennen sich unsere Wege. Hoffen wir, dass ich meinen Freund in Canva überzeugen kann, uns mit seinen Talenten beizustehen. Ich habe nämlich vor, mich eines Platzes in deiner fröhlichen Bande als würdig zu erweisen. Bis dann, mein Junge. Bis dann. Gute Reise, Onkel. Ich hoffe, ich konnte ihr deine auch, Frage zufriedenheit beantworten. Neffe. Wir haben uns noch viel zu erzählen, du und ich.
Bei unserem nächsten Treffen erzählst du mir bitte von all deinen Abenteuern, die du hinter dir hast. Und also ich glaube, der Plan von Tick ist ja, dass, glaube ich, es wird interessant. Ich weiß nämlich nicht, wie sie das finanzieren wollen. Dass sie, glaube ich, unabhängig von der Größe und von der Reichweite, dass sie da einen gewissen Stundensatz zahlen wollen fürs Streaming. Jetzt bist du an der Reihe, Kupka. Das würde natürlich eine große Einbuße für die großen Streamer bedeuten, was natürlich für die Kleinen wiederum gut wäre. Und ja, da kommt es halt immer drauf an, wie gut das angenommen wird. Es gibt ganz wenige große Streamer, die das halt für gut empfinden. Aber ja, ich halte mich aus der ganzen Thematik eigentlich raus. Weil ich bin zu klein, ich verdiene so mein Geld, ich bin ganz glücklich. Wenn mal der eine oder andere Zehner reinkommt, wäre das ganz schön. Katze, ich mal Fleisch fressen. Fauler Dreck! Warum tun sie noch weh? Was hat dieses Drecksschwein mir angetan? Scheiße! Tja, wir haben die erst eine Bumsbiene kaputt gemacht und jetzt. Aus meinem Blickfeld! Ich töte dich, Rossfield! Ich packe dein Herz und reiß es raus bei lebendigem Leib! Bitte, Hugo, der Tisch wird dir nichts mehr zuleide tun. Er wollte mich demütigen! Mich! Hättest du nicht gestört, wäre er tot! Denkst du etwa wirklich, dass du diesen Kampf noch gewonnen hättest? Titan hätte ihn zermalmt! Und wie hätte er das geschafft, ohne seinen Kopf? Klappe! Du warst nicht stark genug. Und du nennst dich einen Dominus. Jedenfalls bislang. Dein Maul werde ich stopfen. Er ist ein normaler Mensch. Er kann einfach nicht mehr. Oh, Clive, du bist ehrlich. Siehst du, Hugo, du bist schwach. Doch solange dieses Feuer noch in dir brennt, ist nichts verloren. Soll ich dir verraten, wie du dich an ihm rächen kannst? Sag's mir, was muss ich tun? Bitte, ich tue alles, alles. Sag's mir. Der Kern. Was ist damit? Des Mutterkristalls Kern. Die geballte Konzentration von Äther darin ist allgewaltig. Vielleicht liegt darin der Schlüssel. Natürlich würde der Kristall seinen Segen keinem gewöhnlichen Mann gewähren. Doch du bist auch kein gewöhnlicher Mann, oder? Hugo? Das hört sich sehr komisch an. Clive Rossfield hat deine Macht geraubt, aber anderen ist dies auch widerfahren. Und dennoch haben sie die Kraft gefunden, ihre Esper zu beschwören. Wer? Wir haben nur die Troller genommen. Benedicta Harmon. Auch sie trank vom Äther und erlangte Macht jenseits menschlicher Grenzen. Sie hat. Benedicta. Meine Benedicta. Ich tue es, meine Liebe. Ich räche dich. Wie konnte sie sich danach nochmal verwandeln? Hä, das ist gar nicht passiert. Bin da jetzt gerade selbst ein bisschen am Struggeln. Geradeaus, Hugo. Du brauchst nur dem Licht zu folgen.
Das ist doch nicht der richtige Prinz. Das ist doch irgendwie da so Mimik oder so. Ultima. Mythos ist hier? Sehr wohl, wie ihr befehlt. Ab hier werde ich alles übernehmen, O Majestät. Das hat doch noch irgendwas zu bedeuten. Ist sehr hässlich. Das Spiel wirklich FSK 16? Orks. Haben die Valuta sie hergebracht? Unter Tage. Kämpfen die Orks jetzt für die Valuta-Armee? Wie ist denn das passiert? Kann ich hier lang gehen? Ich will eigentlich gucken, ob ich vielleicht... Ah. Entdeckt. Los, Torgal. Ich meine, komm schon. Die ganze Mine ist voll von ihnen. Alles klar, viel Spaß. Ich muss noch mal ganz kurz Pipi machen.
Das ist ein Schamane, komm schon. Dieser Kacklümmel. Bauen hier aber viel Kristall ab. Schade, dass man das nicht alles mitnehmen kann. Roh im Karton hier. Ich bin mal gespannt, was für eine Bestie auf uns wartet. Beim letzten Mal war es ein Drache. Oder beim vorletzten, beim ersten Mal war es ein Drache. Beim zweiten Mal war es ein Dingsbums. Kunst des Blitzes. Das ist eigentlich alles nicht so verkehrt, aber ich komme eigentlich mit meiner Ausrüstung ganz gut klar. Ja, ich weiß, dass wir da lang müssen. Hoffentlich finde ich heraus. Okay, das liegt besser als gedacht. Reingekommen.
So, haben wir die Drecksau auch platt gemacht. Ist hier noch irgendwas? Ne, das war nur eine Kampfarena. Bei den Flammen. Komm, Torgal. Alter, wir sind... macht keine halben Sachen. Als ob ein eigener Mutterkristall nicht genug wäre. Er musste sich auch ein Schloss reinbauen. Wir sind hier immer noch im Inneren eines fucking Berges. Also der Mann weiß, wie man lebt. Das sieht doch nach Riesenboss-Arena aus. Und die Prüfung beginnt. Zwar nicht geplant, aber kann man mal machen. Schade, dass man immer so wenig ausrüsten kann. Das mit den automatischen Tränken ist halt echt übel. Das hat mir so auf den Arsch gerettet. Wir werden erwartet. Das also ist die Macht von Mythos. Ich bin Mythos? What the fuck? Wie, warum und weswegen?
was auch die Orks. Das ist eine gute Frage. Besser als gedacht. Ja, das ist eine Frage. Das ist jetzt die Frage. Sind sie hinter mir oder hinter unserem Hund? Weil wir ein Frost... Ist ja so ein Frostfang. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie nicht hinter unserem Hund her sind. Support alle im Play. Das ist echt nicht schlecht. Ist natürlich will mal gucken, ob ich da hinten noch was finde. Ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Ich kann die Skills also mit dem hin und her, dadurch, dass er halt so lange braucht, um den ganzen Kram aufzuladen oder dass er danach wieder bewegungsfähig ist, brauche ich doch relativ länger. Courage. Besser als gedacht. Erst Orks, dann diese Albtraum. Ah, ich kann doch nicht so viele benutzen. Rasende Fäuste. Gaias Zorn sieht natürlich alles sehr episch und sehr geil aus. Magie-Kombo. Hm.
Ja, Ifrit ist fast fertig. Das ist ganz gut. Königsflug könnten wir vielleicht auch mal wieder verbessern, aber dafür habe ich nicht genug. Steckst du dahinter, Ultima? Das kannst du aber glauben, dass der Lümmel dahinter steckt. Das lief besser als gedacht. Sieht nach dir aus, Kupka. Aber wo bist du hin? Ich meine, wenn wir sowieso da sind. Aber er ist runter. Im Heiligtum. Ich spüre es. Komm, Torgal. Unerschütterung. Den Schaden von Unerschütterung. Gewitter. Auch der Erde. Schockwelle, Irrlicht. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig aktuell. Ah, Mithril-Armbänder, okay, das ist ziemlich gut. Platinschwert. Hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Gut, schön, dass wir hier lang müssen. Schade, dass man die Sachen nicht unendlich verbessern kann. Haben wir noch gefehlt.
Kacklappen. Hoffentlich waren das die letzten. Hoffe ich ja. Inventar voll, Heiltrank wurde verwendet. Geil. Benedikta, meine Liebe, ich habe dich so vermisst. Kupka! Ich schwöre dir, meine Liebe, wir werden nie wieder getrennt sein. Halluziniert er? Natürlich sieht er die nackt. Du! Fass sie nicht an! Beißt ihr jetzt den Kopf? Benedikta! Yeah.
damit, dass ich das nochmal gelevelt habe. Ist einfach nur riesig. Du musst halt bedenken, hier wo wir jetzt sind, die Höhle ist so groß. Dass im Hintergrund wir ein komplettes Schloss zermürbt haben. Also ich glaube, die Location hier ist doppelt so groß wie im vorherigen Esper-Kampf. Dann wollen wir doch mal sehen. Nicht schlecht. Erstmal auf die Schnauze.
Schnauze, du Lümmeltüte auf zwei Beinen. Kristall gefressen. Heilige Scheiße! Das geht's doch nicht! Ich hab genug! Ich krieg dich, Kopka! Alter, what the fuck? Andersrum. Clive. Also wir sind der da. Das ist der Clive. Und das ist der Kupka. Der hat sich halt größer gemacht, indem er so einen Flickpunkt gefressen hat. Ja, aber Yuna weiß es nicht. Die hat ja gerade gefragt. Entschuldigung, ich muss so dringend pullern. Tja. Ja.
Da frage ich mal nicht, ich habe aus Versehen meinen Dingsbums gemacht. Der Keim des Willens hat deine Seele befleckt, doch dein Durst nach Macht bleibt ungebrochen. Mit jedem Schluck, den du kostest, wächst deine Kraft und bald erreichst du Vollkommenheit. Oh mein Gott, was ein Kampf. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du wirst uns aufnehmen, Mythos. Es ist so bestimmt. Deine Existenz dient diesem Zweck und du wirst ihn erfüllen. Niemals! Vergeht. Doch indem du ihn mit dem Bewusstsein verflechtest, wird diese Schwäche negiert. Was? Wir glaubten bisher nur, dein Wille stünde zwischen uns und unserem Leib. Doch wie es scheint, müssen wir erst jeden Faden des Bewusstseins, der ihn stützt, durchtrennen. Dann ist die Zeit der neuen Schöpfung noch nicht gekommen. Wir werden beraten. Ja, wir wollten eigentlich nur den Kupka klatschen. Der ist ja so noch Dust in the Wind. Ich habe so das Gefühl, dass er jetzt den anderen, die uns noch, die wenigen, die uns dastehen, was tun wollen. Danke, Joshua. Ah, der Phönix ist super. Der Hund auch. Die Fluten des Äthers sind wie die reißenden Wellen der Ozeane. Niemand gewinnt ihre Macht dadurch, dass er darin ertrinkt. Ich dachte, Hugo wäre klüger als die anderen, doch auch sein Kopf scheint aus Stein gewesen zu sein. Ja, der sollte es nicht einfach alles fressen. Titan war stark. Eure Majestät. Aber Mythos war stärker. Wer ist das? 5 Jahre wurde er von seinem Durst nach Rache getrieben. Klammerte sich an seinen Wahn, während er auf den Abgrund zulief. Man kann sein Wesen nicht durch bloße Willenskraft ändern. Das ist das Privileg des Schöpfers. Hugo Kupka, der Mann, der sein Leben gab für den Kopf einer Frau. Ein Narr wie der ganze Rest. Tod eines Mutterkristalls. So gespenstisch wie schön. Ja, das ist ein guter. Medizin, Milord? Ich habe Salben, Tränke, alles preiswert. Nerv mich nicht, du Göre. Willst du eine verpasst kriegen? Die macht doch nichts.
Ihr müsst auf eure Gesundheit achten, mein Prinz. Wollt ihr den Dalmekern unsere Kraft vor Augen führen? Überlasst das euren Dragoons. Ich bitte euch, Bahamut nur als letztes Mittel zu erwecken. Der Preis seiner Macht ist zu hoch. Er ist eigentlich, der Kaiser hat die Absicht, die Dalmeker zu hintergehen und das trotz unseres Waffenstillstandes. Noch schöpfen sie keinen Verdacht, und solange ihre Blicke auf mir ruhen, ist ein Krieg noch vermeidbar. Ich glaube, der ist gar nicht mal schlecht. Aber nicht nur das. Bahamut ist die Lichtgestalt von Sanbrek. Wenn das Volk in die Lüfte blickt, gibt sein Anblick ihm Hoffnung. Es war so klar. Weißt du, kurz zwischen Clive und Jill nicht, aber... Vergib mir, Terence. Die beiden. Wärest du nur mein Kaiser. Aber so. Ich werde immer euer treuer Diener sein. Okay. Jetzt brauche ich aber keine Nacktzehen von euch, Jungs. Bei aller Liebe. Sollten die Intrigen des Rats die Republik dazu bringen, den Pakt mit uns zu brechen und anzugreifen, würden auch unsere Soldaten vorrücken, ihnen von Norden entgegeneilen. Doch sie wären nicht rechtzeitig dort, um einen Durchbruch im Süden und einen Sturm auf die Chasia zu verhindern. Aus unserer Hauptstadt würde ein Schlachtfeld werden. Tausende Unschuldige würden sterben. Das darf ich niemals zulassen. Immerhin gibt es einen Lichtblick. Ihr werdet nicht gegen Titan kämpfen müssen. Wenn ich nur alle Kämpfe vermeiden könnte. Verzeiht die Störung, Hoheit. Was gibt es? Olivier wurde zum Kaiser erwählt. Was hat das zu bedeuten? Meines Vaters Befehle. Wie lauten sie? Sag schon! Jawohl, Eure Hoheit. Seine Heiligkeit befiehlt, dass Eure Hoheit hier die Stellung hält und... Der Ton war die ganze Zeit an, oder? Spiele zum Stream perfekt. Du kannst zwischendurch auf Toilette gehen und die Cutscenes sind so lang. Ja, mein Prinz. Ich muss zum Palast. Ich hol euer Ross. Was denn nun? Verzeiht mein Eindringen, Eure Hoheit. Ich kenne euch. Halt! Vor uns steht niemand Geringeres als der Phönix. Du würdest dir nur die Finger verbrennen. Ich hoffe, ich störe nicht. Nicht doch. Ich gestehe aber, solch bedeutenden Besuch habe ich nicht erwartet. Ich sag doch. Wie viele Jahre sind seit der Gedenkfeier vergangen? Verkehrt. 20? Ich dachte, ihr wärt tot. Oder seid ihr ein Geist? Da liegt ihr vielleicht nicht ganz falsch. Aber ich lebe. Noch.
Prinz Dion von Haus Lesage. Es gibt viel zu erzählen. Was passiert da nur? Was passiert da nur? Nee, beenden wir mal die Aufnahme. Komm, die paar Minuten klatsche ich irgendwo dran. Wie schaut's aus? Generell. Bevor ich jetzt irgendwas mache. Für die, die noch zuschauen. Spiel weiterspielen, was beenden, was zusammenzocken, Konsole wechseln, keine Ahnung. Zuerst sollte ich mit Otto reden. Ich meine, ich finde schon geil, aber ich habe so das Gefühl, ich könnte mal so eine Pause vertragen.